Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Black Mirror 3 mit eurem Gabrosaro und dem Darren Michaels. Wir sind in der letzten Folge hier mal in den Tante-Emma-Laden reingegangen, haben ein bisschen auch noch mit dem Inspektor Spooner gesprochen und er war nicht darüber begeistert, dass wir in die Polizeiakte reinschauen wollten. Also müssen wir jetzt etwas finden, um ihn entweder abzulenken oder aber ihn irgendwie zu schmeicheln, irgendwelche Informationen, die wir finden. Und vielleicht hat ja Abaya etwas anzubieten. Das muss die Verkäuferin sein. Mit Trillerpfeife um den Hals. Sieht etwas nervös aus. Ob das an mir liegt? Hallo. Was wollen Sie hier? Oh, du bist aber sympathisch. Laden, oder? Dann will ich vielleicht etwas kaufen. Okay. Oh, die ist ja richtig, die macht sich gleich... Ey, die macht sich gleich ein Töschen, Alter. Haben Sie Angst vor mir? Aber nein, ich hab doch meine Trillerpfeife. Sobald mir jemand zu nahe kommt, pfeife ich. Das ist so laut, das hört sogar der Totengräber in Warm Hill. Clever, Abaya. Woher kennen Sie meinen Namen? Sie haben da so ein Schildchen. Ach ja. Ist übrigens ein sehr ungewöhnlicher Name, Abaya. Der war gut. Woher kommt er? Indisch. Gefällt er Ihnen nicht? Oh doch, er klingt sehr schön. Bedeutet er auch irgendwas? Die Furchtlose. Ah, genau, wenn sie damit ihrer Trillerpfeife... Kuckuck, kuckuck. Hä, du hast doch eine Trillerpfeife. Kuckuck, kuckuck. Hilfe. Ah, oh, schön. Boah, die haben ja richtig... Pipi in den Augen, wenn ich um die Ecke komme. Das gefällt mir. Die alte Dame, die rausgelaufen ist, als ich kam, kann es sein, dass sie ein bisschen verrückt ist? Dorothy! Ach wo, die ist genauso verrückt wie Sie. Und ich meine, sie ist in Ordnung. Von ihr stammt die Idee mit meiner Trillerpfeife. Vor allem, was voll toll ist, man sieht jedes Mal immer ihren Kopf, entweder nein, nein, nein oder ja, 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 auf jeden Fall, nein, so meine ich das gar nicht, ja, doch, doch, doch. Was ist das hier, die Shoppingmeile von Willow Creek? Wir haben alles, was die Leute so brauchen. Normalerweise. Bestellen geht auch, das wäre dann nächste Woche da, wenn Ihnen das reicht. Das wird nicht nötig sein. Ich sehe mich einfach mal um. Ich bin übrigens Darren. Ich weiß genau, wer Sie sind. Ach ja? Wer bin ich denn? Sie sind dieser Brandstifter aus der Zeitung. Ich zünde Ihren Laden schon nicht an. Abgesehen davon bin ich unschuldig. Ganz bestimmt. Aber würden Sie bitte nicht zu lange bleiben? Ich muss sonst die Polizei rufen. Na klar. Und zwar ohne Telefon. Ich nehme einfach meine Pfeife. Auf Wiedersehen. Hoffentlich nicht. Alter, was die für ein Pipi in den Augen haben. Geil. Das finde ich echt geil. Mal gucken, ob wir hier draußen wieder die olle Schachtel von gerade finden. Vielleicht können wir auch ein bisschen was vom Gemüsestand mitnehmen. Sehr mickrige Auswahl. Ich ziehe die Tiefkühlvariante vor. Also scheinbar nicht. Oh, da hinten ist sogar noch ein Café. Das ist aber ein bisschen fies, weil das direkt hinter dem Schild versteckt ist. Mal gucken, ob die hier im Café... Oh, guck mal, wie verträumt sie da hinten. Das sah erst so aus, als ob sie irgendwie ein Glas poliert oder so. Ja, da hat ein bisschen die enge Kleidung. Die ist sich da ganze Zeit am Zurechtstutzen. Kann das sein, dass selbst die... Ja, komm, ich glaube sogar, die ist nervös. Blumenvase oder Kaffeebecher? Vermutlich beides. Okay, dann noch eine Zuckerdose. Der Zucker ist alle. Okay, eine Getränkekarte. Oh, die schaue ich mir dann sogar mal aus der Nähe an. Kaffee in allen Varianten. Von Mokka bis Irish Coffee. Trotzdem ist die Teesortenliste doppelt so lang. Ja, Willow Creek, bekannt für seinen Tee. Auf die zum Kaffeeständer. Die Kaffeekultur hält Einzug. Milde Bohne oder Doppelröstung. Ob Willow Creek dafür schon bereit ist? Nein, Willow Creek wird niemals dafür bereit sein. Fotos und Tür, wobei ich natürlich nicht in die Tür reingehen darf, aber wir probieren es einfach mal. Mhm. Fotos von Partys hier im Café. Ich wusste gar nicht, dass in Willow Creek überhaupt gefeiert wird. Und? Irgendwie unheimlich. Viele der Leute auf den Fotos wurden ermordet. Kann das Zufall sein?
Jetzt. Ich glaube, die Tür führt in den Lagerraum. Zumindest prophezeit mir das dieses Schild. Achso, ich hätte jetzt... Wüsste nicht, was ich da drin suchen soll. Okay, ja gut. Wenn er es erstmal für sich vorübergehend so entschieden hat, dann will ich ihm auch nichts weiter auf die Nase binden. Oh, ich kann mir noch die Couch reingucken. Ja, okay, im Gegensatz zu den Stühlen. Dann schauen wir uns noch einmal die Theke an. Schade. Keine Donuts mehr. Schade. Nee? Okay, keine Donuts mehr. Dann geht sie bestimmt nach hinten, um Donuts zu holen. Und ich kann mir dann hier vorne etwas mopsen. So funktioniert das doch meistens, oder etwa nicht? Endlich, die Sonne geht auf. Ich dachte schon, in diesem Kaff leben nur alte Leute mit Alkoholproblemen. Was stand da? Dori? Hi, ich kenne dich aus der Zeitung. Oh. Und du rennst nicht schreiend davon? Hätte ich ja viel zu tun, wenn ich vor jedem Spinner aus diesem Nest hier davonlaufen müsste. Du wohnst hier richtig gern, was? Okay, so, wo sind meine Donuts? Gibt's gar keine Donuts mehr? Doch, im Lager. Aber die sind für den werten Herrn Inspektor reserviert. Der holt sich die hier jeden Morgen. War ja klar. Und wenn ich auch einen möchte? Dann back dir einen. Bitte was? Ah, okay, so kann ich ihn dann garantiert ein bisschen einschmeicheln, wenn ich so einen leckeren, saftigen, gerade frisch gebackenen, mit Schokoglasur überzogenen Donut geben kann. Das wär's doch. Ich hätte gerne einen Kaffee. Schwarz. Mach ich dir. Das ist sehr lieb von dir. Und jetzt schnell rein! Tatsache! Okay. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um den Inspektor eine Weile hier im Café verweilen zu lassen. Okay, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier tatsächlich auch noch reinkomme. Ah! Oh, die Body ist doch gleich wieder da. Ein Regal mit Vorräten für das Café. Was haben wir denn da? Kaffee, Tee, Säfte, Milch. Ah, und eine Packung Donuts. Ja, dann bitte mal die Packung Donuts nehmen. Im Regal stehen so Sachen wie Kaffee. Hä? Wie jetzt? Jetzt kann ich... Hä? Den Wischeimer? Hä, wieso kann ich denn die Donuts nicht nehmen? Ein Putzeimer. Gefüllt mit altem Wischwasser. Vielleicht die Donuts. Boah, die Donuts ins Wischwasser eintunken wäre schon... Ach, da unten sind die. Boah, das wäre ekelhaft. Das sind wohl die für den Inspektor reservierten Donuts. Boah, aber ihr habt es gerade auch gehört. Die Musik war gerade sehr, sehr laut. Ich habe gar nicht mehr verstanden, was der da erzählt hat. Damit wären die letzten Donuts zwar vernichtet. Nein, wirklich? Aber lange wird sich Spooner damit nicht aufhalten lassen. Ah, okay. Ich dachte, ja, verstecken wir die einfach in der Kühltruhe möglicher? Ja, machen wir. Eine Hochleistungskühltruhe mit Glasdeckel. Viel ist nicht drin. Eine Packung Tortenböden. Und eine Kiste mit Speiseeis. Minze und Schokolade. Die Dichtung ist schon recht marode. Wenn die feucht wird, bekommt man die Truhe wahrscheinlich gar nicht mehr auf. Oh, das wäre aber doof, wenn die feucht wäre. Ein Doppelklick auf interaktive Spielelemente löst die entsprechende Handlung aus. Es ist kalt. Okay. Dann bitte einmal wieder aufmachen. Jetzt ist sie wieder offen. Das ist richtig, mein Junge. Das ist absolut korrekt. Mit der rechten Maustaste kann ich nichts machen. Vielleicht das Wischwasser ein bisschen nehmen. Ein Putzeimer. Gefüllt mit... Ich glaube, ich brauche erstmal hier einen Lappen. Oder habe ich hier was drin? Nee, Kartons, Tagebuchseiten, Karte der Wassergarin. Ich pack die jetzt da einfach mal rein. Aber wie schaffe ich das dann? Ich lege die Kiste mit den Donuts gut sichtbar in die Kühltruhe. Ja, mach das mal. Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Aber wie? Hier muss es doch was geben, womit ich die Dichtung feucht bekomme. Das wäre zumindest geil, aber... Der Herr, den kann ich mir nur angucken, ne? Jetzt sagt er nochmal mit altem Wischwasser, ne? Ein Putzeimer. Ja. Okay, nochmal das Regal. Im Regal stehen so Sachen wie Kaffee, Säfte, Tee. Wenn ich die jetzt einfach zumache, dann bringt mir das doch rein gar nichts. Vielleicht die Karte der Wahrsagerin. Vielleicht doch meine Tagebuch, Bleistift. Nein, das macht ja alles gar keinen Sinn. Und wenn ich die zumache,
dann nützt... Hör mal gucken, vielleicht macht das ja automatisch. Wir probieren es mal aus. Wir probieren es mal aus. Bald gibt's hier Tiefkühl-Donuts. Fragt sich, wie mir das helfen soll. Ja, genau das habe ich nämlich befürchtet. Genau das habe ich befürchtet. Ich würde dir gerne feucht machen. Und das könnte ich doch am ehesten, wenn ich da etwas in das Wischwasser... Ich glaube aber auch nicht, dass ich... Mal schauen. Ich gehe jetzt einfach nochmal raus. Die Kühltruhe mache ich besser zu. Dann können die Donuts es sich da drin schon mal gemütlich machen. Genau, und dann hoffe ich... Kann ich dann vielleicht den Kaffee nehmen? Das wird aber kaum aufhalten. Ich muss noch dafür sorgen, dass die Truhe nicht mehr so einfach zu öffnen ist. Ja, hast ja erzählt. Vielleicht kann ich mir dann den Kaffee nehmen, in die Tasche stecken. Wir schauen einfach mal. Warten. Ich hätte gern noch einen Kaffee, bitte. Steht auf dem Tresen. Der ist kalt. Kann ich einen neuen bekommen? Na klar doch. Okay. Ja, aber hier haben wir doch nur... Aber hier sind doch sonst keine... Lappen. Warte mal. Mickrige Blumen. Die sehen recht mickrig aus. Ja, Plastikversion. Fenster das kann ich mir noch anschauen. Platz. Da kann man den Moos ziehen. Ja. Boah, das dauert ja wirklich gefühlt ewig. Hat die hier nicht einen verdammten Lappen? Mal was ganz anderes. Wir sind hier in einem schönen Kontrast Restaurant. Mit dem mittelalterlichen Rest von Willow Creek. Nee, ich muss erstmal... Oh, für mich macht sie den extra lang, den Kaffee. Ja. Dankeschön. Hallo. Ich quatsche aber erstmal mit dir jetzt über ein paar andere Sachen. Wann kommt der Inspektor denn immer? Müsste schon längst da sein, um seine Donuts zu holen. Wird wahrscheinlich wieder aufgehalten vom Abschaum der Welt. Nette Umschreibung. So nennt Conrad seine Kundschaft, nicht ich. Conrad? Conrad Spooner, so heißt der Inspektor. Noch nicht gewusst? Ist hier in letzter Zeit etwas Aufregendes passiert? Abgesehen vom Schlossbrand? Warte mal. Ja, die Espressomaschine ist kaputt gegangen. Ich wusste nicht, dass Donuts in England so beliebt sind. Weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, dass Spooner sie liebt. Und zwar genauso wie diese Cops aus den amerikanischen Fernsehserien. Und was macht der werte Herr Inspektor, wenn es mal keine Donuts gibt? Er bekommt immer, was er will. Zur Not backe ich ihm welche. Gibt's das Café hier schon lange? Ist mir bisher nicht aufgefallen. Während des Jahrmarkts hatten wir dieses Jahr geschlossen. Lohnt sich ein Café hier im Dorf überhaupt? Da musst du meinen Vater fragen, dem gehört es. Wieso fragst du, willst du auch eins eröffnen? Na klar, direkt nebenan. Ein Black Mirror Spezialcafé mit Ritualblut Cappuccino und Latte Moritato. Gute Idee. Könnte von Murray sein. Ich bin übrigens Darren oder auch Adrian Gordon, wie du willst. Ich bin Denise oder auch die keinen Bock auf geisteskranke Brandstifter hat. Such's dir aus. Wow, ich glaube Denise gefällt mir besser. Alles klar, Darren. Was macht eine so junge Frau wie du in diesem Kaff? Keine Lust auf die große Stadt? Und ob. Ich warte nur noch auf den richtigen Zeitpunkt. Wenn der halbjährliche Bus nach London hier hält? So ähnlich. Okay, das waren wieder sehr aufschlussreiche Gespräche. Aber solange ich da hinten keinen Lappen habe, ich kann mir jetzt nochmal einen Kaffee bestellen. Bis später vielleicht. Genau, ich habe jetzt einfach den Kaffee machen lassen und sage jetzt einfach bis später. Du bist ja ein Fuchs. Okay, ich brauche auf jeden Fall irgendetwas, was ich... Ich will noch mal einmal, so, ich will noch einmal kurz hinten nachgucken, ob ich da ich nicht glaube, doch, ich erst kalt. Doch ob ich da nicht doch irgendwas übersehen habe. Aber im Regal glaube ich nicht. Wie schon gesagt, ich könnte auch die Ich habe gedacht, vielleicht mit dem rechten Mausklick. Aber das war anscheinend nicht so. Ein Putzeimer. Wieso kann ich nicht den Lappen nehmen, der da liegt. Dann Loch rein. Nein, das hat alles gar keinen Sinn. Die Kühltruhe kann ich noch aufmachen. Ich finde hier sonst nichts. Na gut, dann suchen wir irgendwie nochmal einen Lappen oder
ein Getränk oder ähnliches und dann werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Im Regal stehen so Sachen. Im Regal stehen. Es ist alles dasselbe Regal, ja. Im Regal stehen. 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 Ja, ist okay, ich hab's verstanden. Na gut, dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Wissen auf jeden Fall jetzt schon mal, was wir hier benötigen. Und dann fängt so ganz lang... Warte mal, hat sie nicht gerade den Tresen geputzt? Habe ich das nicht richtig gesehen? Ach, so ein Mist. Ja, da muss ich jetzt noch einmal warten. Weil, ich will nämlich jetzt wissen, ob wir dann vielleicht den Lappen anklicken können und sagen, ob wir... Oder hier vielleicht einen Kaffee verschütten, sodass sie dann... Oder dass wir den Lappen wegmachen... Also, den Lappen wegmachen können, ja genau. Ich meine natürlich den Kaffee verschütten, dann sagen wir, ja, gib schon mal den Lappen her. Wir machen das und könnte ich dann nochmal einen Kaffee haben? Es wäre manchmal so viel einfacher. Ich wüsste doch schon, wie ich es dann mache. Komm, Denise, zeig, was du kannst. Zeig, was du in deiner Ausbildung gelernt hast. Na komm schon, Denise. Ja, ach, die guckt tatsächlich, wo ich hinlaufe? Nee, okay. Aber wäre cool auf jeden Fall gewesen. So, ich warte jetzt einfach mal ein bisschen. Boah, der bewegt sich aber auch wie ein nasser Sack, ne? Ach cool, da hinten gibt es sogar Spiegelungen. Das ist cool. Da haben die sich ja mal sogar richtig Mühe beigegeben. Geil. So, Denise. Mach's jetzt oder mach's jetzt nicht? Ich glaube, die macht's nicht. Du bist faul, Denise. Faul bist du. Da hinten haben wir noch ein bisschen Gerümpel. Ja, aber da ist doch bestimmt... Ist da nichts drin? In dem Haufen Gerümpel ist leider nichts drin. Schade. Hier konnte man wohl sitzen und essen. Verkauft wird jetzt nichts mehr. Hä? Nicht? Die traurigen Überreste eines traurigen Jahrmarkts. Ich glaube nicht, dass es hier etwas Nützliches gibt. Okay, ja, dann haben wir noch da hinten das Fass. Willow Creek Corner Shop steht drauf. Gut, jetzt wissen wir... Ein Fass. Ein Fass. Willow Creek Corner Shop, dann gehen wir nochmal rein und quatschen nochmal mit dir. Die Verkäuferin hat wahnsinnige Angst vor mir. Ich sollte sie nicht in eine... Okay, dann quatschen wir sie jetzt nicht an. Alles, was man braucht, also vielleicht sogar einen Lappen oder hier oben ein Getränk könnte ich doch nehmen. Aber das macht er leider nicht. Gut, dann schauen wir uns hier noch einmal den Briefkasten an. Briefkasten. Ach so, ein Briefkasten und nichts Besonderes. Die Telefonzelle. Dann haben wir doch so gut wie alles hier erstmal abgeklappert. Sie sind so in ihr Gespräch vertieft, dass sie mich gar nicht bemerken. Ist vielleicht auch besser so. So, und dann können wir über die Brücke oder zum Pub. Dann gehen wir erstmal zu diesem Antiquitätenladen. Ja, da hinten. Ach ja, war das Museum? Straße? Ich möchte mir erst meine Akte ansehen, bevor ich das Dorf verlasse. Ah, okay. Dann muss ich mich also hier erstmal noch ein wenig umschauen. Da ist Dr. Winterbottom. Ja? Hallo, Doktor. Kann ich Sie kurz was fragen? Na klar, kommen Sie hoch. Nein, ich wollte zumindest noch nicht rein. Aber vielleicht hat sie hier einen Lappen. Haben Sie vielleicht einen Lappen? Okay, dann schaue ich mich nochmal hier ein bisschen durch. In den grünen Heften notiert Dr. Winterbottom die Träume ihrer Patienten. Aber außer mir habe ich hier sonst noch keinen gesehen. Merkwürdig. Ja, ich bin auch mal gespannt, ob sie nicht vielleicht zu einem weiteren Geheimbund zählt oder so. Die Zeitung von heute. Da wurden bestimmt wieder ganz unglaubliche Dinge über den Brandstifter rausgefunden. Als Blumenstrauß lässt sich dieses Gestrüpp wohl kaum bezeichnen. Aschenbecher. Seitdem ich hier bin, ist der Aschenbecher voll. Dr. Winterbottom raucht wie ein Schlot. Vielleicht sollte sie sich mal deswegen in Therapie begeben. Jo, man hat nämlich gerade auch schon gehört, als wir mit ihr nämlich gesprochen hatten, da hat sie ganz Dr. Winterbottoms Notizbuch. Ganz bestimmt aufschlussreich. Irgendwann kann sie ihre Memoiren daraus schöpfen. Feuerzeug. Dr. Winterbottoms Feuerzeug. Ach ja. Stück. Sie ist ja am Rauchen. Ein Geschenk. So, Couch, Sessel, da hinten gibt's noch eine Stehlampe. Ah, die Couch kann ich auch noch angucken. Hatte ich bis jetzt immer für einen Scherz gehalten, aber es ist eigentlich ganz angenehm da drauf. Und die Stehlampe. Meine
Adoptivmutter hatte auch mal so eine Lampe. Ich fand es als Kind immer lustig, mich darin zu verstecken. So. Jetzt muss ich doch hier im Mülleimer, klar. Ob da meine Gesprächsprotokolle auch mal drin landen? Natürlich. Aber nicht von von Dr. Winterbottom. Die aufprallende Kugel gibt ihren Impuls an die nächste weiter. Die dann wieder an die nächste bis zur letzten und die kann ihren Impuls nicht mehr weitergeben und wird abgestoßen. Ein einfaches Beispiel für kinetische Energie. Allerdings hat es nicht zu mehr als einem Spielzeug gereicht. Man kann wirklich jeden verdammten Scheiß hier anklicken. Ob da meine Gesprächsprotokolle. Jeden. Ein indianischer Wahnsinn. Soll angeblich böse Träume fernhalten. So, dann haben wir den Mülleimer, kann ich dann nochmal anklicken. Und Dr. Winterbottom. Bitteschön. Frau Doktor? Was liegt Ihnen auf dem Herzen, Adrian? Würden Sie mir Brandstiftung zutrauen? Wenn man nach Ihren Albträumen geht, haben Sie zumindest eine gewaltorientierte Fantasie. Die hat Stephen King auch. Ja, soviel ich weiß, wurde er aber noch nie eines Brandanschlags mit 3 Todesopfern verdächtigt. Auf welcher Seite stehen Sie eigentlich? Auf Ihrer Seite, Adrian. Gut. Ich schwöre Ihnen, dass ich Ihnen immer nur die Wahrheit gesagt habe. Es gibt so viele Wahrheiten wie Menschen, Adrian. Und Ihre werden wir noch finden. Wohnen Sie gern in Willow Creek? Ja, ich mag das Leben und die Leute hier. Es ist, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Und alle paar Jahre kommt ein Irrer und bringt ein halbes Dutzend Leute um. Ja, nicht wahr? Gegen die Mordrate in London ist es eine wahre Erholung. Stellen Sie sich vor, ich wurde auf Kaution freigelassen. Na, das ist doch ein Grund zum Feiern. Ich weiß nicht so recht. Die Kaution wurde anonym bezahlt. Sie wissen nicht zufällig etwas darüber? Anonym? Nein. Nein. Wer würde so etwas tun? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, Sie stecken dahinter. Dieser Inspektor hält sich für eine ganz große Nummer. Ja, er gehört zu der Sorte von Leuten, die sich ihr Päckchen selbst zusammenschnüren und sich dann darüber beschweren, dass es zu schwer ist. Was für ein Päckchen? Er hat in London irgendwas angestellt und wurde hierher strafversetzt, was er gar nicht gut verträgt. Was hat er gemacht? Den Falschen eingebuchtet? Du weißt von der Sache? Naja, Mr. Spooner ist eben ein Cowboy, der gern schnell schießt. Soviel ich weiß, hat er in London seine Kompetenzen überschritten. Was dazu führte, dass einige Schuldige für unschuldig erklärt wurden. Oder andersherum. Wie auch immer, so genau bin ich nicht im Bilde. Na toll. Ein schlecht gelaunter Ermittler, der schuldig nicht von unschuldig unterscheiden kann. Besser hätte ich's nicht treffen können. Was hat Sie eigentlich in dieses Nest hier verschlagen? Ein Studienkollege von mir, Dr. Heinz Herman, arbeitete hier früher im Sanatorium. Er war ein Freund der Gordons. Vor 12 Jahren geschahen dann die schrecklichen Morde. Heinz war auch unter den Opfern. Ich kam her, um seiner Familie und den anderen ein wenig seelischen Beistand zu geben. Und nun bin ich immer noch hier, wie das Leben so spielt. Glauben Sie mir eigentlich? Darren, Adrian, diese Frage hatten wir doch schon so oft. Natürlich glaube ich Ihnen. Und warum stehe ich dann immer noch auf der Abschussliste? Ich bin Arzt, kein Richter. Das Gutachten über Unzurechnungsfähigkeit haben Sie übrigens abgelehnt. Abgelehnt? Und was ist mit den schrecklichen Albträumen? Diese Reaktion ist nur normal, Adrian. Wenn ich mir vorstelle, dass mir plötzlich jemand eröffnet, ich würde von einer blutrünstigen Mördersippe abstammen, hätte ich auch Albträume. Ich hatte vorhin ein seltsames Erlebnis. Es war wie einer meiner Albträume, aber dieses Mal war ich wach. In der Polizeistation, als ich gerade meine Sachen abholen wollte. Plötzlich hatte ich unglaublich viel Kraft. Ich habe den Kerl zu mir an die Gitterstäbe gezogen und ihm meinen Bleistift ins Auge gerammt. Pam! Dann war auch schon wieder alles vorbei. Es war sowas von real, beängstigend. Das kann man wohl sagen. Na klasse. Ich bin also verflucht und besessen. Ich habe in den letzten Tagen mit einer Kollegin über dich gesprochen.
Sie ist, wie soll ich sagen, sie versteht sich auf alternative Therapien. Was soll das heißen? Drogen? Elektroschocks? Voodoo? Hypnose. Das ist nicht Ihr Ernst. Es wäre zumindest eine Möglichkeit, um mehr herauszufinden. Von mir aus, solange Sie mir nicht den Schädel aufsägen. Diese Sitzungen, wie lange soll das eigentlich noch gehen? Was meinen Sie? Naja, ich komme seit 3 Wochen jeden Tag hierher, habe trotzdem jede Nacht Albträume und das Gutachten sagt, ich bin kerngesund. Wir sollten das mit der Hypnose versuchen. Und was soll das bringen? Wollen Sie an meinen Albträumen teilhaben? Ach, lassen Sie es uns doch morgen einfach mal versuchen. Wenn wir an Ihre Wurzeln kommen, verstehen wir vielleicht, was die Träume uns sagen möchten. Buh! Das wollen Sie uns sagen. Die Träume, meine ich. Sehr vergönnt. Aber gut, Doc, wenn Sie glauben, dass es mir irgendwie weiterhilft. Bis später. Machen Sie es gut. Ah, okay. Ich wollte gar kein Gespräch mehr richtig angefangen haben. Ob da meine Gespräche? Ja, aber ja, so ist es halt manchmal und ich wollte nicht die Folge inmitten dieses Gespräches beenden. Okay, wir werden es auf jeden Fall mit Hypnose versuchen und wir brauchen einen Lappen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen bei der heutigen Folge von Black Mirror 3 mit eurem Gabor Asaro und hoffe einfach, dass ihr dann demnächst wieder mit dabei sein werdet und ich sage dann bis dahin auf Wiedersehen und ciao.